Ja, liebe närrischen Zuschauer, lieber Bernd, da kommt gerade eine Eilmeldung über den Nachrichten-Live-Ticker rein. Da heißt es, du kannst hier mal mitlesen, ganz aktuell, dass 99,7% aller deutschen Ehefrauen mit ihren Ehemännern absolut zufrieden sind. Und das ergab die neueste Umfrage des ADACs. Gelber Engel 1 an Zentrale, bin jetzt in der Zielstraße, suche jetzt das Pannefahrzeug, melde mich später wieder. Ende. Wer hat jetzt da eine Panne? Wo kann der gelbe Engel helfen? Hast du einen Schaden? Stand einmal her zu mir. Ach Gott, ich sehe ja jetzt schon, die hat den ganzen Rahmen verzogen. Pass auf, lass mal geschwind da reingucken. Oh, das ganze Spur verstellt im Fasching schon, he, bei dir. Gut, der Airbag ist noch nicht ganz voll ausgefahren, das geht noch. Wie sieht's aus? Hast du Probleme mit der Einspritzdüse? Nee. Nicht? Nee. Gut, wie sieht's aus? Abgas-Sonderuntersuchung ist gemacht, jawohl. Einmal geschwind die Batterie testen. Oh, schwach. Da sollten wir gleich eine neue einbauen. Als ADAC-Pannenhelfer habe ich euch zufällig eine neue dabei. Eine gute alte Warda. Ne? Das ist die Kugel denn mit dem Kupferkopf. Die heißt Warda, weil nochmal geschwind Warda muss, bis ich sie einbaue. Oh, darf ja schon mal nachhaken. Ne? Ja. Ja, wir vom ADAC-Pannendienst, wir haben jetzt natürlich gerade einen ganz schweren Stand. Ne? Es vergeht ja keinen Tag, wo nicht bekannt wird, dass irgendeine Berechnung von unserer Obere gerade mal so knapp um das Vierfache verfehlt ist. Ne? Muss schon mal überlegen, unsere Obere hat jeden doch einen Dachschaden. Unsere Firma so gegen die Wand zum Fahren. Und wir Kleine, wir können jetzt wieder ausbaden. Ne? Wir müssen jetzt die neue Werbekampagne durchführen. Müssen mit so blöden Engelsfliegel rumlaufen. Ne? Versuchen mal da einen Motor zu reparieren mit so Engelsfliegel hinten drauf. Ne? Das ist ja also unmöglich. Und dann müssen wir ein neues Werbeslogan in die Welt austreiben. Ne? Hast du eine kleine Panne, dann hilft der gelbe Angel. Hast so ein Scharfscheiß. Ne? So etwas können Sie doch bloß in München in unserer Zentrale sicher ausdenken. Ne? Ich hätte einen viel besseren Werbeslogan, der würde viel besser passen. ADAC, wir rechnen alle Zahlen schön. Ne? Aber... aber gut, das ist jetzt eh bald vorbei, weil jetzt wird der ADAC rund erneuert. Der stellt sich komplett neu auf. Und zwar wird als erstes werden die ganzen Helikopterflüge mit unseren Chefs eingestellt. Als zweites müssen die ganze Führungsetage muss einen Volkshochschulkurs machen. Und zwar mit dem Namen, der Kursname ist das kleine 1x1 Rechnen leicht gemacht. Und drittens gibt's einen Arbeitskreis, weil wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Und die soll jetzt gucken, dass man sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentriert. Die haben jetzt schon 2 Tage, haben die jetzt schon getagt, haben aber keine gefunden. Kein Mensch weiß mehr, was die Kernkompetenzen vom ADAC sind. Hat man jetzt zuerst Versicherungen verkauft oder war es die Schiffsreise? Oder vielleicht doch die Treppenlift, wo immer auf der letzten Seite drauf sind, von unserem ADAC-Heftli? Ein anderer hat gemeint, es hat was mit Autos zum Do. Kein Sau mehr weiß, was ADAC heißt. Weißt du noch, was ADAC heißt? Was heißt? Ich glaube, das heißt, bei uns heißt es jetzt gerade besser ADAC, Allmachtsdackel als Chef. Hm? Oh. Oh. Also, ich muss weiter, weil ich habe nur Kundschaft unterwegs. Ne? Deshalb Ade, AC, hello! Dankeschön! Unser Eisbrecher vom ADAC, ich darf Ihnen vorstellen, meine Damen und Herren, Alois Scheidle. Auch bekannt als Markus Neuweiler und er kommt vom Backnanger Karnevalclub. Bevor wir dir jetzt eine pannenfreie Rückfahrt
Nach Baggener wünschen lassen wir dich noch hochleben mit unserem Narrenruf aus Esslingen. Auf unseren Markus ein dreifach donnerndes Halli! 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 Dankeschön.